Willkommen zur neuen Episode. Heute wieder eine Sparringsepisode. Ist immer am beliebtesten, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Ziemlich viel los. Das sind die Dulletop-Brüder, die heute zu Gast bei uns sind, worauf ich mich sehr, sehr freue. Sehr, sehr gute Jungs, die ich sehr mag, wirklich und sehr schätze. Top-Athleten, Top-Sportler. Wir wollten das schon über einen längeren Zeitraum machen. Heute ist es endlich soweit und habt Spaß. Ich werde genauso viel Spaß haben und wird, glaube ich, ein toller Vlog. So, Felix, was wird das Schwierigste heute? Was wird die Challenge heute? Was glaubst du? Ja, die größte Challenge ist natürlich jede Runde ein neuer Gegner, Boxen, wo man sich darauf einstellen muss. Ich hoffe, es ist ein Rechtsspieler dabei. Also jede Runde muss ich switchen, muss ich schauen, wie ich mich auf den jeweiligen Mann schnellstmöglich einstelle. Komm frisch rein. Wir werden natürlich jede Runde Gas geben und das wird heute, ja. Was glaubst du denn, wer wird der anstrengendste von allen? Oder der komplizierteste? Was glaubst du? Islam hat schon sehr, sehr große Reichweite. Er ist Boxer, ist sehr, sehr gut veranlagt, hat Speed, hat Power und nutzt auch seine Reichweite sehr gut. Er ist flink, aber alle haben natürlich die Qualitäten, sind flink, sind schnell. Aber ich glaube, Islam wird nicht so mit den meisten Problemen heute machen. Mandelentzündung am Start. Ja. Immer irgendwie am Saffern, man weiß nicht warum. Ja. Leute machen zu viel Auge. Ja, ich sollte glaube ich alles löschen und einfach aus der Bildfläche verschwinden. Vielleicht geht es mir da besser. Ja. Vielleicht auch mehr, ja genau. Aber Alhamdulillah, ich bin ein sehr zufriedener Mensch. Bei einem Menschen, der wenig braucht. Und jemand, der egoistisch ist, dem kannst du alles geben, der wird trotzdem nicht zufrieden sein. Weißt du, was ich meine? Dir, ja. Absolut. Gib mal kurz die Handschuhe weg. Bruder, ich hab da Isa hat den Felix ein bisschen wütend gemacht, das heißt, ich kriege jetzt Breche deswegen. Ich hoffe, ich kriege jetzt Prügel. Hey. Komm, wir gehen in den Kreis.
Alter, nehme ich schon oben durch. Nicht so viel wie wir. Wir haben oben mal stabil, kann man nicht passieren. Muss man kurz bewegen. Kannst du draus kurz. Meinst du, er ist müde? Meinst du, er ist müde? Ah, Bruder, er hat doch nur spaziert. Der ist nur spaziert, Bruder. Der kennt das, der ist einfach nur gegangen und der hat seine ganze Kondition verloren. Aber man muss auch wirklich sagen, der ist seit 3 Jahren. Also, er wird auch so nichts machen, auch wenn er fit wäre. Das ist Felix, Bruder. Nee. Aber er ist auf jeden Fall. Ich merke direkt, wie der müde macht. Ja. Das wird ernst. Das Beste kommt zum Schluss. Scheiße. Ja, wo der am wärmsten ist, muss ich da dran kommen. Ja. Ich Bock halt. Gegenteile. Ja. Warm und kalt. Hey!
Hey, als letzter dran zu sein, wo du richtig warm bist, da macht es bestimmt richtig Spaß noch. Was los ist, willkommen, mein Name. Ich bin so gut gestellt. Schön im Film sein, Sie da. Genau das ist, was ich rufe Sie an. Halt, rüber, rüber, rüber. Wie mein Bruder das gesagt hat, also man sieht Videos von Leuten, die vermeintlich krasse Boxer sind, Profiboxer sind, die verprügeln irgendwelche Amateure oder Leute, die gar keinen Plan vom Boxen haben, durch den ganzen Ring, brüsten sich damit. Der könnte jeden von uns in der ersten Runde platt machen, Bruder, ist ja klar, weiß ich meine. Wir respektieren ihn sehr, wir schätzen ihn sehr. Er könnte jeden von uns auseinandernehmen, wenn er wollte, macht er nicht. Es geht ja gegen ein Format hier, weiß ich meine. Aufgrund dessen, aber da sieht man kein Ego, nix, ganz entspannt. Auch wenn er getroffen wird, juckt ihn gar nicht. Arbeit weiter, weißt du, ich meine so. War Killer, Bruder, war Killer. Weißt du mal, vor allem, er hat geschlagen, er hat auch gut geschlagen, weißt du so. Aber auch so geschlagen, dass er einen nicht verletzt. Ich meine, ich schlage immer so, dass ich einen nicht verletze. Ich schlage niemals rein oder dieses auf Ego, weißt du, ich meine. Er hat, genau, dieses, er hat, ich habe das Gefühl dafür. Ich kann schlagen, ohne jemanden K.O. zu schlagen oder zu verletzen. Nicht, dass ich ihn ins K.O. schlagen könnte, aber du weißt, was ich meine. Er macht das Gleiche. Er schlägt, er geht auch rein mit dem Schlag. Aber er trifft dich und denkst so, okay, krass, war schon hart, aber war nicht, der wollte mich halt nicht K.O. schlagen, weißt du, ich meine so? Aber der Treffer war quasi Geschwindigkeit und das genau. Ist die Technik. Weißt du, ich meine, so. Das Einzige, was mir ein bisschen hier geholfen hat, war ja, dass ich so schnell bin, weißt du, ich meine, wäre ich nicht schnell gewesen, wo hätte ich hier Fläche bekommen. So, das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein kleines Fazit von mir. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Wir wollen natürlich ein bisschen was zeigen, aber wir ziehen hier natürlich nicht durch. Das ist nicht Sinn und Zweck. Auch mein Rat an alle, die oft Sparring machen. Wenn ihr merkt, ihr seid überlegen, nehmt lieber raus. Lasst den anderen ein bisschen auch kommen, dass er auch lernen kann. Sparring ist da, um zu lernen und zu üben. Wir haben heute uns gegenseitig auch ein bisschen was beigebracht, denke ich. Und für mich ist das auch eine Erfahrung, gegen vier sehr große Boxer zu kämpfen. Und die sehr große Reichweite haben, die unterschiedlich sind. Nach der langen, langen Zeit, die ich in diesem Sport bin, war es auch wirklich für mich nochmal eine sehr gute Erfahrung und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nächste Sparringsflugs folgen natürlich. Islam kämpft am 14.10. auf derselben Fightcard wie Kerim Engizek und Edmund gegen Smolik. Wird eine tolle Veranstaltung, 14.10. in Oberhausen. Ich werde auch da sein, supporten. Und ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Pratze mit den Jungs. Ich zeige dir noch mal ein, zwei Sachen. Bis zum nächsten Mal. Wollt ihr beide machen? Ja, aber ich mache auch. Danke schön.